Hallo und herzlich willkommen zurück zu Heart's Medicine Hospital Heat. Ja, in der letzten Folge ging ja alles so ein bisschen drunter und drüber, sage ich mal, gefühlstechnisch. Und wir wollen heute mit Level 8 weitermachen. Achso, ich wollte noch hier gucken, warum das hier so am Blinken ist. 4 Diamanten sind das gerade mal. Naja, damit können wir uns noch nicht allzu viel leisten. Ich würde sagen, da spare ich lieber noch was. Oder was ist das hier? Nicht genug Diamanten. Dann soll ich wohl das hier wahrscheinlich davon holen. 2 Diamanten, das Upgrade für dieses Anatomie-Modell kaufen. Ach, das ist ein Anatomie-Modell. Ja, da hast du dann doch schon was von, oder? Ein anatomisch akkurates Modell. So eins wollte ich schon immer haben. Ja, hat sich das Ganze doch gelohnt. Gehen wir wieder zurück. Und das ist, glaube ich, nur die Liste gewesen, oder? Nee, wähle eine Trophäe. Erziele 200 her. Ach so. Schließe ein Praktikum in der Psychiatrie ab. Ah, das heißt, das hier, der Michael, der ist freigeschaltet worden. Du hattest einen Artikel auf deinem Tablet, bevor jemand danach gefragt hat. Ah, jetzt weiß ich auch, worum es da geht. Sehr schön. Okay, dann starten wir direkt mal mit der Kinderstation. 8. Level. Vorsicht, Stolperfalle. Räume alle Spielzeuge in der Kinderstation auf. Okay, plus die Oliver-Herausforderung und die... Ja, das ist, glaube ich, die obere Herausforderung, ne? Gehen wir mal einfach rein. Hey, Ryan, ich habe meine Beziehung in der Küche spielen lassen und dir einen Extra-Pudding besorgt. Okay, danke, Allison. Du bist echt toll. Was ist denn mit dem los? Keine Ahnung. Er ist schon den ganzen Morgen so mies gelaunt. Der Laden. 350 haben wir und ja, wir haben 2 liegen. Dann würde ich doch spontan sagen, was ist das hier? Das ist aber neu dazugekommen, oder? Dann würde ich doch spontan sagen, dass wir den zweiten Stuhl jetzt besorgen. Perfekt. Dann müssen wir demnächst nur noch die dritte Liege machen. Ja, und der Mülleimer, weiß ich jetzt nicht genau, ob wir das überhaupt müssen, aber mit der Zeit können wir das auch noch aufleveln. Dann haben wir alles. Ja, perfekt. Mhm. Also, du musst einmal hier oben hin. Bitteschön. Einmal messen. So. Die ist in dem Bereich. Sehr schön. Du gehst schon mal auf die Liege. Dich kassieren wir ab. Versuche, mehrere Patienten gleichzeitig zahlen zu lassen und erhalte so Boni. Okay. Von mir aus? Oh nein, oh nein. Moment. Ach, ich verstehe. Der... mit dem kombiniert. Oh, nee. Ich wollte eigentlich den anderen haben. Aber egal. So geht's auch. Das ist ja alles immer so ein bisschen durcheinander. So, du gehst auf den Stuhl. Bei dir müssen wir mal Fieber messen. Nicht? Das ist doch das hier, oder? Ach, Moment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Du kannst da auf den Stuhl gehen. Du kannst schon mal da hinten hingehen. Für dich... Achso, wir haben ja schon ein Fieberthermometer. Ah, ich habe vergessen zu ziehen. Da, Fieberthermometer, los. Ja, alles okay. Mach den erstmal. Oh, ich komme hier gerade in arge Bedrängnis. Ich merke das schon. So, du schnell dahin. Du dahin. Und ihr werdet mal schnell abkassiert. So, einmal Bändchen, nee, nicht Bändchen, einmal aufmachen. Einmal Löffel in den Mund. Zack, zack, los, schneller, schneller. Du kannst da unten hin. Dich habe ich total vergessen, weil wir haben ja eigentlich 3 liegen. So, das machen wir jetzt. Ach so, das ist, genau, das wollte ich nämlich eben eigentlich machen. Einen Gips anlegen. So, du musst bezahlt werden, okay. Zack. Dich hör mal schnell ab. Da, 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 da und da. Genau. Leg dich mal in die Horizontale, bitte. Das hört sich jetzt irgendwie seltsam an, aber egal. Du dahin. Du da. Und das auch. Und da. So, jetzt muss ich wieder ziehen. Ja, 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 ja. Einmal so. Du nach da.
Keine Ahnung, was das jetzt war. Du gehst nach da. So, was willst du denn? Was fehlt dir denn? Nein, ja, ich hab's nicht dabei. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da kann ich euch beide abkassieren. Sehr schön. So, du stellst dich immer noch da. Ah, ich sage, ich komme mit dem Stress hier so gar nicht klar. Hilfe. Du schon mal auf den Stuhl. Was möchtest du denn? Einmal abhören, bitte. Warum auch nicht? Hallo. Geht die auch mal dahin? Da, da, da. Da, da, da. Zack. Zack. Wir haben schon lange keinen Inhalator mehr gehabt, nur mal so nebenbei bemerkt. Wir sind im gelben Bereich. Du bist ja viel zu klein hier. Aber stimmt, der ist ein ganzes Stück kleiner als die anderen. So, du, das da. Das nehmen wir mit. Und einmal da rein, bitte. Also nicht da rein, sondern einmal abgeben. Du nach da unten. Du auf den Stuhl. Du nach da. Fieberthermometer haben wir schon. Zack. 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 Und alle abkassieren. Tschüss. Ja, perfekt. Aber ich konnte nichts aufräumen. Ach, die Sachen hätte ich aufräumen müssen, oder? Nee. Scheiße. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht mal, was ich da. Also den Oliver habe ich jetzt auch überhaupt nicht drauf geachtet, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Die Herausforderung, das war ja eigentlich das mit dem Aufräumen und ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt aufräumen sollte. Ich denke mal, diese Sachen hier hätte ich aufräumen müssen, weil das hatte ich sonst ja nicht hier drin. Aber gut, haben wir es jetzt halt nicht gemacht, ist nicht so schlimm. Hier das vielleicht noch und die Sachen, die hier versteckt waren. Ah, Menno. Ja, ich hätte vielleicht wirklich aufräumen sollen. Warum ist all das beschissene Spielzeug hier? Ryan, was ist los? Es ist all das Spielzeug. Es ist so nervig. Ryan, ich denke nicht, dass das etwas mit dem Spielzeug zu tun hat. Es ist bloß meine Mutter. Die Ärzte haben uns gerade gesagt, dass es nicht gut aussieht. Ich beschwere mich vielleicht oft über meine Mutter und wir streiten auch oft. Aber sie ist immer noch meine Mama. Sie kümmert sich um mich, wenn die Dinge nicht gut laufen. Ein Flashback. Oh, ist die süß. Liebling, ich bin sofort gekommen, als ich davon gehört hatte. Mama, wo ist dein Vater? Ist er bei den Ärzten? Oh, oh nein. Es wird alles wieder gut, mein Liebling. Es wird alles wieder gut. Allison? Gehe vielleicht einfach zu ihr, drück sie ganz fest und sag ihr, dass du sie liebst. Damit liegst du nie falsch. Ja. Nein, ich will euch nicht bewerten. Okay, wir haben wieder was freigeschaltet. Und zwar ein Zusatz. Minispielwahnsinn. Ach du Scheiße. Also, ob das jetzt nicht genug Wahnsinn für mich wäre. Räume groß ab, indem du so viele Minispiele wie möglich abschließt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Moment, was soll ich machen? Ach so. Oh, okay. Abhören. Zack, na komm schon. Zack. Okay, jetzt verstehe ich, was ich hier machen soll. Und habe jetzt schon keine Lust drauf. Oje, oje, oje. Okay.
Ich will nicht wissen, wie viel Diamanten ich geholt habe. Ich muss mich hier konzentrieren, Leute. Ich kann das sonst nicht. So, blau. So. Das war jetzt zwar falsch rum, aber ist ja auch egal. Schichtende. Nein, nicht Schichtende. Nein. Oh. Ich habe 3 Diamanten geholt. Yes. Da darf man sich auch mal freuen. So, verdiene 16 Herzen durch das Messen der Kinder. Oh, scheiße. Wie viele kommen denn hier zum Messen? Okay, okay. Ach so, ja, ich wollte jetzt das Spielzeug aufräumen. Toll. Oh, die arme Allison. Okay. Oh, ich habe wieder 350. Das ist schön. Dann, Moment, hä? Ach so, ja, ich habe ja den Stuhl geholt. Ja, ja, klar. Dann nehme ich natürlich den nächsten Tisch oder Liege oder wie auch immer. Es ist ja kein Tisch, es ist ein Liege. So, und danach habe ich dann eigentlich nur noch den Mülleimer, ne? Dann hätten wir hier alles. Das ist ja cool. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob wir dann nicht die Station wechseln, weil ich habe ja eben noch was von Pathologie oder sowas gelesen, ne? Mal schauen. So, mein Freund, setz dich mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, was du willst, aber ich werde dir schnell helfen, hoffe ich. So. Bitteschön. Einmal messen, bitte. Du einmal dahin, weil das kannst du alleine. Und dich messen wir mal eben. So, zack, gelb. Bist nicht besonders groß, mein Großer, mein Kleiner, was auch immer. Tschüss. So, was mit dir? Du auch einmal messen. Dann gehen wir dahin. Und du auf den Stuhl. Dich messen wir mal eben schnell. Zack, blau. So, das haben wir schon mal. Du hast goldene Herzen. Dich können wir danach dran nehmen. Oh, genau. So, einmal und zusammen abkassieren. Okay, du dahin. So, gehen wir. Dilili. Und einmal rein. Sicher jetzt erst, dass hier ein Bild ist. Was soll ich denn überhaupt machen? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, mit dem Messen, das war das, ne? Ich muss so viele wie möglich messen, oder wie war das? Hallo, macht ihr das auch? So. So. Das müssen wir eben zwischendurch machen. Tut mir leid. So, dahin. Dich können wir in der Zeit schon mal rüberschicken. Zack. Du willst den Teddybären mit dem Ding haben. Du gehst da oben hin, weil das kannst du alleine machen. Und, dich müssen wir schnell behandeln. So, dich kassieren wir jetzt schnell ab. Wo ist mein Mauszeiger? Oh. Dich kassieren wir auch schnell ab, weil wir jetzt gerade schon mal hier sind. So. Zack, 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 zack. Und beide abkassieren, bitte. Tschüss. Dich setzen wir nach unten. Sehr schön. Inhalator. Sehr schön. Ja, du kommst auf die Liege. Da geht's schneller. Und das und das. Und dich schicken wir schon mal nach da. Gut, du hast goldene Herzen. Sehr schön. Machen wir dich nämlich als erstes. Du gehst so schnell runter. Ja, bist gerade noch groß genug. Ist alles okay mit dir. Tschüss. Was haben wir denn? Einmal auf den Bauch, bitte. Trübsal oder Übelkeit? Keins von beiden, sondern scheinbar Fieber. Oder vielleicht auch nicht. Wir wissen es ja noch nicht. Aber jetzt wissen wir es. So. Wen haben wir hier? Einmal rein, bitte. Was du wollen. Und du wollen einen Gips abbekommen. So, du einmal noch da. Und 9 dran, okay. Dann haben wir doch 9 dran. So, das. Ach, wir haben nur noch 1. Oder wie? Oder was? Oje, oje. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Doch, einmal draufdrücken, ne? Genau. Mhm. Dich setzen wir nach da. Dich kassieren wir ab. Also euch, nicht dich. So. Wie groß bist du? Groß genug? Kommst durch. Los. Naja, du willst dich erstmal hinlegen. Okay. So, ein Löffelchen für die Dame. Bitteschön, Dankeschön. Dich kassieren wir ab und du ab ins Bett, ab auf die Liege mit dir. So, oje. Moment, der mit dem und noch da.
Hat ja damals ein bisschen gedauert, bis ich das mal verstanden hatte. Das kommt öfter. So, warte mal. Du dahin. Das schmeißen wir rein. Dich nach da. So. Achso, ziehen. Ja, nicht vergessen. Wie groß bist du denn? Du bist rot. Du bist ganz klein. Ganz klein. Es geht gar nicht. Du musst wachsen. Tschüss. Yes. Wie viele Herzen habe ich jetzt? Scheiße. Ja, ich habe es geschafft. Nein, ich vergesse dieses beschissene Meerschweinchen jedes Mal. Och Mann. Ich glaube, ich muss mir echt die Aufzeichnung mal angucken und dann jedes Mal im Nachhinein gucken, wo ist dieses blöde Meerschweinchen? Wo ist Oliver? Mann. Die mit ihren Zettel. Die soll doch einfach was tun. Elli? Du bist Elli? Anscheinend kennt ihr euch schon. Das ist Ryan. Er ist dein Halbbruder. Oh je. Aha, ich bin gerade ganz baff. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann dir gar nicht glauben, wie groß du geworden bist. Ich denke, ich brauche etwas Zeit, um das erst einmal zu verarbeiten. Das verstehe ich. Aber bitte, bitte setz dich doch hin. Wie ist es dir ergangen? Mir geht es gut. Und dir? Mir auch. Oh mein Gott! Da tun sich Abgründe auf. Und was können wir hier denn noch freischalten? Oh je, oh je, oh je. Dann machen wir mal eben noch das Minispiel. Emilys Kantinenübernahme. Bereite mit Emily Delicious-Gerichte zu und serviere diese. Oh Gott, ich ahne Schreckliches. Also wer von euch schon dabei zugesehen hat, wie wir serviert haben, der ahnt gerade vielleicht auch Schreckliches. Oh mein Gott. Emily? Frag nicht. Der Leiter der Cafeteria ist krank geworden und ich war gerade im Krankenhaus. Und jetzt scheine ich auf einmal hier die Leitung zu haben. Warum warst du eigentlich im Krankenhaus? Oh, nur ein Routine-Check-up. Aber wer ist das denn hier? Emily, das ist Ryan, mein kleiner Bruder. Dein Bruder? Wow, es freut mich, dich kennenzulernen. Ihr habt bestimmt Hunger. Sucht euch einen Platz und ich bereite eine Kleinigkeit für euch vor. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was will die? Ach so, Moment. Ja, hierhin, glaube ich. Ach so, ja, verstehe, wir müssen das belegen. Das war falsch, oder? Das? Okay, das? Ich muss gerade noch ein bisschen gucken hier. Du kannst dich schon mal hinsetzen. So, ich kassiere dich zwischendurch schon mal ab. Wo ist das? Hallo? Hallo, da. Der will einen Kaffee. Du kannst dich schon mal ans andere Tablett stellen. Ah, ich bin hier gerade überfordert. Die wollte einen Tee haben. Nimm den Tee. Nein, wieso nicht? Nimm das dahin. Tu das weg. Ich will das nicht mehr sehen. Was ist das denn mit dem Kaffee? Ach so, Moment. Kaffee? Tee. So, der darf sich hinsetzen. Was machen die denn alle hier? Ihr setzt euch. Wieso bin ich jetzt da? Moment, sie wollte einen Tee haben. Kaffee? Ach, die. Hallo? Hey, wieso funktioniert das nicht? Wieso kann ich die da nicht hinstellen? So, jetzt. Was ist denn das? Ich verstehe es irgendwie nicht. Du kommst mal hier unten hin, bitte. So, Kaffee und dann A. Okay, Tee, Donut. Dahin. Du kannst dich schon mal hinsetzen. Ist ein netter Kerl. Kannst du mit plaudern. So, den rein. Und dahin. Victor habe ich freigeschaltet. Ich baue hier gerade so viel Scheiße. Ich weiß gar nicht. Die wollten, glaube ich, zwei haben, oder? Die wollte zwei. Und sie will das haben. Da. Das haben wir. Moment, das? Dahin. Und Tee.
Oh mein Gott, ich bin hier gerade verzweifelt. Ich kassiere euch erstmal ab, damit da nichts mehr passieren kann. So, Moment, das, nochmal das. Ihr könnt euch schon mal hinsetzen. Ein Platz ist frei. Ich weiß nicht, wer als erstes gekommen ist. Tut mir leid. Du, ich habe nichts mehr. Moment, hiermit muss ich auffüllen, glaube ich. Ah! Du, Sitz. Du, Theke. Tee. Euch kassiere ich schon mal ab. Oh! Ich bin gerade heillos überfordert. Moment, du warst als erstes hier. Das haben wir noch. Und Kaffee brauchen wir auch noch. So, Moment, das ist für sie. Das? Keine Ahnung, das sehe ich jetzt nur gerade. Ja, ich kassiere dich schon ab. Wo ist der Kaffee denn jetzt hin, den ich eben gemacht habe? Wollt ihr mich verarschen? Setz du dich schon mal hin. So, du ans Tablett. Und der Kaffee ist übergelaufen. Wieso ist der Kaffee jetzt übergelaufen? Och, wollt ihr mich... Moment, dich kassieren wir schon mal hier. So, du willst einen Donut haben. So. Donut. Ich verstehe aber nicht, was das mit dem Kaffee auf sich hat, Leute. Moment, ich glaube, der hat als erstes hier gestanden, ne? Ich sehe hier gar nicht mehr, was wer hier eigentlich haben will. Oh mein Gott. Warum nicht? Ach so, ich muss da drauf drücken, wenn es grün ist. Jetzt habe ich es... Jetzt habe ich aber auch das erste Mal darauf geachtet, davon mal abgesehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, warte mal, du kriegst das als erstes. Das haben wir noch, das kriegst du. Das haben wir noch. Oh mein Gott, so schlecht war ich noch nie. Ach so, scheiße, es geht ja noch weiter. Da stand gerade Schichtende, deswegen war ich jetzt etwas verwirrt gerade. So, Moment, zack. Den dahin. Das dahin. Und alle wollen hier abkassiert werden, sehe ich gerade. Das dahin. Was ist mit dem hier? Keine Ahnung. Mit dem kombinieren oder was? Und das muss ich auf... Ach so, das muss kombiniert werden. Verstehe. Verstehe. Ich krieg's gerade nicht hin, aber ich verstehe. Das ist schon mal gut. Das mit dem und dem. Zack. Hallo. Das mit dem. Setz dich doch mal dahin, Mann. Guck mich doch nicht so böse an hier. So, dahin. Dich abkassieren. Da. Komm, komm. Dahin. Das. Ich verstehe das irgendwie mit diesem Sandwich-Ding nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott, was will die denn alles haben hier? Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Ich hoffe, es gibt nur drei Kombinationen, weil sonst werde ich hier noch verrückt. So. Das. Und die ist jetzt, glaube ich, schon gegangen, oder? Nee, sie hat noch gegessen. Oh mein Gott, wir haben nur einen einzigen bekommen. Ah! Oh Gott. Das können wir aber doch besser, oder? Wir probieren das jetzt nochmal. Ich bin jetzt auf Fortfahren gegangen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, komm. Da machen wir einmal Fortfahren, damit wir das hier wenigstens haben. Und dann... So, aber das war jetzt gerade für mich eine echte Herausforderung, weil ich gar nicht wusste, was ich so genau machen sollte. Entferne nichts vom Tablett. Oh mein Gott, das hört sich nicht gut an. Das ist die Herausforderung, nehme ich mal an. Es hat sich also herausgestellt, dass ich doch noch mehr Brüder und Schwestern habe. Das ist alles so abgefahren. Ich dachte, dass es am schwierigsten sei, mit meiner Mutter zu reden. Und es war auch ziemlich komisch, aber es war nicht so schlimm, wie ich zuerst dachte. Sie will mich wirklich besser kennenlernen. Ich bin stolz auf dich, Süße. Da hineinzugehen war sehr mutig. Das ist einfach wunderbar, Allison. Jeder braucht doch seine Mutter. Hast du sie gefragt, warum sie im Krankenhaus ist? Hab ich ganz vergessen. Nicht so wichtig. Du kannst sie bestimmt nach deiner Schicht fragen. Okay, wenigstens etwas Vertrautes. Oh Gott, da überschlägt sich meine Stimme hier schon total. Was ist... Oh, ist das süß. Dieser süße Abfalleimer lässt Allison schneller arbeiten. Okay, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen. Okay, den kaufen wir auf jeden Fall. Ich werde dieses verdammte Meerschweinchen sowieso nicht finden. Aber gut, wir versuchen jetzt Level 10. Entferne nichts vom Tablett. Okay, du gehst erstmal nach unten. Oh Gott, also das und das. Dich tun wir nach oben. Du gehst nach unten. So. Ich weiß gar nicht, was er jetzt gerade wollte. Ich
Ich glaube, er ist erstmal versorgt, oder? Moment, sie hat goldene Herzen. Gehen wir erstmal runter. Das ist für mich jetzt nicht mehr ganz so stressig gerade. So, erstmal abkassieren hier. Du kommst nach unten. Du möchtest den Inhalator haben. Bitteschön. Alles hat seine Zeit. Schnelle Behandlung. Strahlender Kunde. Patient geht wieder raus. Genau. Leg dich hin. Wir müssen reden. Da, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Verdammtes Mistvieh. So. Wie nein? Doch. Wieso geht das nicht aufs Tablett drauf, wenn ich draufklicke? So. Du gehst da auch drauf, bitte. Was steht jetzt da oben, was ich da jetzt machen soll? Ich soll das Ding wegmachen? Was für ein Teil? Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. So, warte mal, den habe ich. Also müssen wir jetzt erstmal zu ihr. Dich hören wir mal kurz und schnell ab. Und bringen dich... Achso, der eine liegt ja immer noch da. Oh Gott. Ach so. Ach, die kann man tauschen. Oh, Moment. Piratenbär, du gehst da oben hin. Dich hören wir mal schnell ab. So. Du gehst auf die Liege und dich machen wir größer, wollte ich gerade sagen. Dich messen wir erstmal. So, den Piratenbär hat er jetzt immer noch nicht. Ich habe doch drauf geklickt, oder nicht? Okay. So, der. Schnelle Behandlung. Ja. Oh, und er will nicht. Okay, dann müssen wir wenigstens die drei eben abkassieren. So. Fieberthermometer. Ich weiß nicht, was da stand. Ich konnte gar nicht mehr gucken so schnell. So, du hinlegen. Du hinlegen. Zack. Das machen wir eben. So. Du legst dich auch hin. Und du willst... Moment, die zwei kombiniert haben, glaube ich. Du auch. Oh Gott. Aber du willst die kombiniert haben. Einmal dahin. Zack. Einmal abkassieren. Können wir die tauschen? Können wir nicht tauschen. Hallo? Du sollst dich da hinlegen. Mach schon. So, dich kassieren wir ab, da wir gerade hier stehen. Ich glaube, das ist nur farblich bedingt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wer jetzt als erstes gemacht werden sollte oder so. So, aufmachen. Du bist beschäftigt, wenn... Beschäftigst. Oh, ich kann auch nicht mehr reden. Wenn du da bist, du brauchst den Teddybären. Zack. Zack. Du hinlegen. Abkassieren. Du hinlegen. Oh Gott. Teddybär, Pirat. Einmal so. Einmal irgendwas mit Gips. Gips anlegen. Hallo. Das hatte ich auch noch nicht. Aber ist nicht schlimm. Gut. Schnell behandeln. Du hinlegen. Du Stuhl. Und Teddybär. So. Zack. Dann das. Ich weiß nämlich nicht, ob die Reihenfolge stimmen muss. Deswegen du dahin, du dahin, du dahin. So. Zack. 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 Lauf dahin. Gelb. Du liege. Du liege. Abkassieren. Ah! Kann ich noch weitermachen? Doch, ich kann noch weitermachen. Das dahin. Zack, das dahin. So, und wir können nicht beide abkassieren. Yeah! Wir haben 3 Sterne. Und den Connor haben wir freigeschaltet. Keine Ahnung wie, aber... Wuhu, wir haben Oliver und die Herausforderung gleichzeitig abgeschlossen. Da bin ich echt froh, dass ich dieses blöde Mistvieh endlich mal gefunden habe. Neue Episode wurde freigeschaltet. Pathologie, oh, das ist sogar die nächste. Du wirst zusammen mit Ruth Tests durchführen. Das ist die wahrscheinlich. Genau, das sind nämlich die beiden. Okay, Tipp, nach 10 Schichten wechselst du jedes Mal zu einem neuen Raum. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich kann es ihr noch nicht sagen. Wir müssen möglichst bald testen, ob ihr kompatibel seid.
brauchst du jetzt diese Organspende, Mathilda. Eine Organspende? Allison! Du brauchst eine Organspende. Von mir. Wow. Das ist der einzige Grund, weshalb du in dieses Krankenhaus gekommen bist. Du bist hier. Weil du etwas von mir brauchst? Allison, das ist nicht wahr. Aufhören, bitte. Dann sag mir, dass du aus einem anderen Grund aufgesucht hast. Mama, Allison. Und ich dachte, dass du mich endlich kennenlernen willst. Das tue ich. Meine Damen, das muss jetzt warten. Ryan! Ryan, geht es dir gut? Rede mit mir. Mach dir keine Sorgen, Mathilda. Er ist im Krankenhaus. Und Krankenhäuser zählen zu den sichersten Orten der Welt. Naja, was Keime betrifft, ja nicht gerade. Stimmt. Diese Tatsache hatte ich auch vergessen. Ja, und wie gesagt, wir haben die Pathologie freigeschaltet. Aber das werden wir definitiv nicht mehr in dieser Folge erleben. Die Folge ist sowieso schon ein bisschen länger geworden, weil ich jetzt unbedingt das erste Kapitel noch zu Ende spielen wollte. Das habe ich jetzt getan und deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen Cut und sehen uns dann das nächste Mal hier in der Pathologie wieder. Bis dann. Ciao.